Heute zeige ich Ihnen, wie man online Briefmarken kaufen kann und weitere Dienstleistungen von Deutsche Post online benutzen kann. So, zuerst wie immer gehe ich auf google.com und tippe da post.de rein. Da sehe ich ja schon die Deutsche Post Webseite, die ist eigentlich ganz simpel, ist post.de. Da gehe ich drauf und so sieht die Webseite von Deutschem Post aus. Hier sind bestimmte Neuigkeiten vom Deutschen Post. Hier sieht man schon, da hier auch eine Porto berechnen kann oder eine Briefmarke kaufen kann. Wenn man nach unten scrollt, da findet noch weitere Dienstleistungen und Produkte, wie zum Beispiel Briefkasten finden, Sendung verfolgen, Filiale finden, Brief international verschicken und so weiter und so fort. Genau, und dann nach unten noch irgendwelche News und ja. Das kann man dann auch anschauen. Was ich Ihnen heute zeige, wie man so online eine Briefmarke kauft, wenn man zum Beispiel keine Zeit hat, in eine Postfiliale zu gehen. Das funktioniert ganz einfach. Hier sieht man gleich auf der Startseite Briefmarken online kaufen. Und zum Beispiel brauche ich eine ganz normale Briefmarke für 80 Cent. Ich klicke da drauf. Genau, und hier wird man schon angezeigt. Okay, einmal 80 Cent, Standardbrief bis 20 Gramm, insgesamt 80 Cent. Ich denke, ja gut, wie bekomme ich die dann? Aber hier steht ja unten noch einmal Ausdruck vierspaltig auf A4 Papier. So, genau, hier wird es noch einmal angezeigt, wie genau das Ganze aussehen wird. Gut. Und als Druckvorschau kann man das auch anschauen. So, hier wird eine PDF-Datei heruntergeladen und die öffne ich jetzt. Genau, so sitzt eine Marke auf dem A4 Papier. Genau, ich sehe, dass ich eigentlich ein bisschen mehr Marken da drauf haben könnte. Deswegen denke ich mir, okay, vielleicht kaufe ich ein bisschen mehr als Vorrat. Da füge ich noch eine Standardbriefmarke dazu oder sogar, sagen wir mal, drei und dann noch eine größere, so die für 95 Cent. Und auch mal, sagen wir mal, drei. Und wenn ich jetzt die Druckvorschau anschaue, so wieder mal hier runtergeladen, klicke ich da drauf. So sieht es bei mir aus. Schon besser. Man könnte ja auch mehr kaufen, aber hier sieht man, wenn ich das Ganze bezahle, herunterlade, brauche ich natürlich einen Drucker. Dann drucke ich das Ganze, also dieses Dokument aus und ich sehe ja auch hier bei mir sieben Briefmarken. Die kann ich dann ganz einfach hier so ausschneiden mit Schere. Genau, und mit Kleber da drauf auf meinen Umschlag draufkleben. Genau, das passt mir so. Ich habe die Zwischensumme von 6,05 € in der Zwischenzeit. Und wie beim Einkaufen von Lebensmitteln will ich das Ganze in den Warenkorb legen. Genau. Hier wird mir noch einmal angezeigt, was ich hier alles in meinem Warenkorb drin habe. So, Standardbrief 20 einmal, Standardbrief 20, ja insgesamt das sind vier. Die habe ich nur separat hinzu. Fügt, deswegen sieht es so aus. Und dann habe ich noch drei Briefmarken im Wert von 95 Cent. Genau.
Ich will dann die AGB üblicherweise auch zustimmen, also das Häkchen da drauf setzen und gehe ich zum nächsten Schritt. Ja, jetzt, wie auch immer, wird die Anmeldung nach der Anmeldung gefragt. Ja, toll, muss man machen. Hier auf Jetzt registrieren kann man draufdrücken und dann hat man auf Dauer ein Konto und man kann immer wieder dieses Konto benutzen. Oder es gibt eine ganz, ganz nette Möglichkeit von Deutsche Post und zwar ein Gastzugang. Ich drücke da drauf und hier muss ich mich nicht registrieren, sondern ich muss einfach meine Daten angeben. Ich sag mal, Ute Mustermann. Ich nehme auch eine fiktive Adresse, aber hier kommt natürlich Ihre Adresse in Marzahn rein. So, sagen wir mal, oh, das ist ja ein Restzusatz, das ist ja nicht. Straße Nummer 4, genau. In Berlin. Ja. Ihre E-Mail-Adresse müssen Sie dann noch reintun und Ihren Zahlungsweg aussuchen. Hier kann man ja ganz schnell mit Online-Überweisung zahlen, zum Beispiel von Sparkasse oder mit Kreditkarte oder Portokassen. Das funktioniert eigentlich alles umfangfrei. Dann geht man zum nächsten Schritt. Jetzt ist bei mir natürlich alles nicht alles ausgefüllt, aber jetzt geht dann zu dem nächsten Schritt und Sie sehen dann noch einmal den Übersicht und dann bestätigen Sie auch Ihre Zahlungsdaten und üblicherweise kriegen Sie dann eine E-Mail mit Ihren Briefmarken. So, ich hoffe, das war hilfreich für Sie. Und viel Spaß beim Nutzen von Dienstleistungen von Deutscher Post.